So, willkommen zur letzten Folge in dieser Session Minecraft. Jetzt hauen wir hier auf das Silo auch das nächste Stockwerk rauf. Und dann müsste es aber gut sein. So, okay, was wir als nächstes brauchen, ist dann auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Treppen. Leitern, nicht Treppen. Zack, okay. Und auch Holzstämme brauche ich noch. Abzockerverein! Abzocker! Eine Leiter. Ach, es geht ja wieder nicht auf. Oh. So, ein 3 will ich jetzt auch nicht unbedingt über haben. 7. Zack. Das haben wir. Treppen haben wir. Das müsste jetzt alles da sein. Ups, verdammt. Ja, eigentlich kann ich nicht noch höher gehen. Bauen wir erstmal das Dach. Gucken. So, wupp. Jetzt habe ich natürlich kein Feuerzeug dabei, um das Licht noch anzumachen. Shit. Okay, wie mache ich jetzt diese Ecke dicht? Hole ich da einfach. Kann ich auch gar nicht mit normalen Block zumachen, weil ich gar keinen normalen Block davon habe. Aber wahrscheinlich ist das das Schlauste, wa? Oder mit einer Treppe. Geht auch nicht. Stimmt. Also ein normaler Block.
So, dann brauche ich eh nochmal Seelensand. Einmal Seelensand und... Wird das schon wieder dunkel? Gott, oh Gott. Vier rote Blöcke. Und ein Feuerzeug. Und zwei, drei, vier. Das Feuerzeug, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Da. Einen davon. So. Ja, ob ich jetzt unbedingt damit zufrieden bin, ich weiß es nicht. Und wie soll ich jetzt... Oh, ich bin so ein Depp, ey. Uiuiui. Ja, ich bin ein Depp. Ich habe den Sprung noch verkackt. Oh, Schweine. Scheiße. Irgendwer ist vorgeahnt. Schönheitspreis gewinnt die Dinger auf jeden Fall nicht. Aber egal. Hauptsache, sie stehen erstmal. Und wenn ich sie irgendwann überhaupt nicht mehr sehen kann, kann ich sie immer noch abreißen. Könnte man überlegen, ob man hier die Teile auch noch mit dem Untergrund verbindet. Zack. Scheiße. Oh, das könnte schief gehen. Ich lasse es, glaube ich, lieber. Lieber anders. So. Eigentlich kann ich mich auch hier wieder reinlassen. Brauche ich keinen Sprungwagen. Okay. Jetzt noch vier rote Steine. Und Fässer könnten wir eigentlich auch noch gleich uns holen.
1, 2, 3, 4. So, der Korallenblock. Da waren meine Special-Sachen. Zack. Holz, ich brauche Holz. Nee, 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 von meinem roten Holz gebe ich da nichts aus, ey. Vergiss es. Wo ist der Arsch hier? So. Hatte ich nicht sogar noch Großfleisch eigentlich, ja. Ach so. Ach nee, die habe ich auch hier. Zack. Werde ich zwar längst nicht alle brauchen. Ich habe überlegt, ob man die statt normalen Silo würde man ja wahrscheinlich diese Weizenballen setzen. Ob man nicht die Dinger dann einfach setzt als Alternative. Und ich glaube, Fenster. Baue ich Fenster ein oder nicht? Einen normalen. Okay, ist so dunkel. Im normalen Silo, das ist eigentlich blickdicht. Auch damit es eigentlich alles trocknet, glaube ich, und trocken bleibt. Ja, trocken bleibt. Also brauchen wir auf jeden Fall irgendwie noch Licht. Schön, dass es gar nicht so klappt, wie ich mir das dachte. Wieso hab ich... Oh, Depp. Jetzt habe ich die Treppen ausgepackt. Ich könnte mich... Oh. Das ist einfach... Oh, ich könnte heulen. Ach ja, eine Verbindung zu dem anderen Ding würde ich ja auch noch schaffen. Auf welcher Etage denn? Wahrscheinlich auf der zweiten hier so rüber, wa? 1, 2. Ups. Okay, hier hätte ich Licht gemacht. Lass uns mal spaßeshalber gucken, wo wir unten landen würden. Eigentlich müsste ich ja mal gucken. Hier werden wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke tief vor. Und dann müsste ich den Gang treffen. 1, 3. Hallo? Und genau die Wand treffe ich auch noch. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Oh, Eisen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge erstmal eine Verbindung zwischen den beiden auch unterirdisch. Irgendwie. Und dann bauen wir da vielleicht noch zwei Keller. Mal gucken. Spitze bedanke mich. Bis dann.